Die Fachkräftesicherung stellt eine zentrale Herausforderung für die Wirtschaft dar, heute und in Zukunft. Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels muss sich auch das Handwerk mit der Frage auseinandersetzen, wie man Jugendliche für die Berufe von A wie Augenoptiker bis Z wie Zweiradmechaniker gewinnen kann. In der Handwerkskammer Koblenz berät ein ganzes Expertenteam Jugendliche wie auch Betriebe zum Thema Ausbildung. Dabei spielt die Integration von Flüchtlingen und Migranten eine besondere Rolle. Zuallererst haben wir da das Projekt der Flüchtlingsnetzwerke. Das Projekt ist eingebunden in das Gemeinschaftsprojekt der Handwerkskammer Koblenz, des Wirtschaftsministeriums und der Agentur für Arbeit. Das nennt sich Coach für die betriebliche Ausbildung. Und dort haben wir im Modul B praktisch die Flüchtlings- und Migrationsnetzwerke, die eben primär dafür da sind, dass eben die Flüchtlinge vermittelt werden, aber auch im Hinblick auf generelle duale Ausbildungsinhalte geschult werden, sensibilisiert werden. Darüber hinaus ist es auch Teil dieser Flüchtlingsnetzwerke, dafür da zu sein, den Betrieben eben mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Des Weiteren ist es so, dass wir neben den Flüchtlingsnetzwerkern auch den sogenannten Willkommenslotsen hier bei uns im Haus haben. Er ist primär dafür da, praktisch die rechtliche Seite abzudecken, gerade für die Betriebe, um dort eben eine Grundlage zu schaffen, damit die Betriebe von vornherein wissen, auf was sie sich einlassen, welche Möglichkeiten es gibt und welche Chancen und eben, wie gesagt, generelle Inhalte sie den Flüchtlingen auch vermitteln können. Ferner haben wir auch bei uns im Haus noch die sogenannte Maßnahme PerJuf Handwerk. Die Maßnahme PerJuf Handwerk wird auch in Kooperation mit der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter durchgeführt. Das bedeutet, es ist eine Berufsorientierungsmaßnahme, wo ein Klientel von 18- bis 25-jährigen Flüchtlingen zugesteuert wird, um eben praktisch Handwerksbetriebe kennenzulernen in einem geschützten Rahmen. Dieses kombiniert mit einer Sprachförderung und wird auch, wie gesagt, durch die beiden Institutionen, die Agenturen, das Jobcenter zugesteuert. Dort geht es eben darum, wirklich zu sensibilisieren, was bedeutet Handwerk hier in Deutschland, gerade für dieses junge Klientel. Darüber hinaus haben wir noch eine Kompetenzerhebung bei uns im Haus. Da ist es eben der Fall, dass wir versuchen, in der Kompetenzerhebung Kompass die Kompetenzen von Flüchtlingen zu erheben. Da haben wir im laufenden Jahr über 770 Flüchtlinge bei uns im Haus gehabt und haben da eben sensibilisiert, beraten, aber halt auch geschaut, was bringen die Menschen an Kompetenzen wirklich mit, was ist adäquat für den deutschen Arbeits- bzw. potenziellen Ausbildungsmarkt. Wie gut das in der Praxis funktioniert, lässt sich über eine ganze Reihe von Ausbildungsverträgen zwischen Flüchtlingen oder Migranten und Handwerksbetrieben aus dem nördlichen Rheinland-Pfalz erläutern. So bildet die Tischlerei Specht aus Waldesch einen jungen Mann aus dem Iran aus. Geschäftsführer Mario Specht berichtet über gute Erfahrungen und ist von seinem Schützling begeistert. Wir wollten eigentlich anfangs gar nicht ausbilden, wir wollten integrieren und wir hatten auch mit der Zusammenarbeit der HWK verschiedene Leute auch hier schon zum Probearbeiten gehabt. Dann kam der Johannes und er hatte halt den Wunsch gehabt, im Prinzip eine Ausbildung zu machen. Da haben wir uns zusammengesetzt und haben ihm dann die Ausbildung quasi ermöglicht. Er hat sich maßlos ins Zeug gelegt. Er hat auch Vorkenntnisse, weil er in seinem Heimatland selbst schon als Schreiner gearbeitet hat. Sein Vater war da auch selbstständig. Das heißt, er weiß, was ein Hobel ist, er weiß, was ein Hammer ist und man muss nicht alles erklären. Das war schon mal sehr von Vorteil. Er ist lieb, er ist nett, also er bereichert unser Unternehmen. Ich wusste jetzt auch nicht, wie kannst du helfen, was kannst du machen, wie kommst du an diese Menschen überhaupt ran? Und da hat mich die Handwerkskammer schon unterstützt, auch über den Herrn Karim. Er war mit dabei, hat das Ganze begleitet, die Verträge ausgefüllt. Mir wird jetzt noch geholfen mit Kleinigkeiten, mit Berichtsheft, was ist richtig, was ist falsch, wo bekomme ich es überhaupt her? Und da ist die Handwerkskammer, also da bekomme ich jede Antwort auf jede Frage. Und auch Johannes, 27 Jahre alt und gebürtig aus Irans Hauptstadt Teheran, fühlt sich wohl im Handwerk. Doch wichtig für eine erfolgreiche Ausbildung ist die Sprache. Neben dem Umgang mit Material und Werkzeug steht der Deutschunterricht ganz oben im Stundenplan. Ich heiße Johannes und ich bin aus dem Iran gekommen. Ich bin ein Iraner und seit 2 Jahren bin ich in Deutschland gekommen. Ich mache Ausbildung bei Tischlerei Specht und ich mache gerne. Die Handwerkskammer Koblenz konnte sich erfolgreich einbringen in die Vermittlung zwischen Johannes und der Tischlerei Specht. Doch nicht nur hier und erst seit heute ist die Kammer aktiv, deren Präsident Kurt Krautscheid die aktuelle Lage am Ausbildungsmarkt und die Rolle der Flüchtlinge und Migranten dabei so beschreibt. Wir haben jetzt die Zahlen von 2016 dann endgültig vorliegen und demnach sind es 3.159 neu eingetragene Lehrverträge.
ist zwar ein leichtes Minus von 1,5% zu 2015, aber trotzdem sind wir zufrieden, wenn man sagen kann, ist eine Querbewegung. Vor ein paar Jahren hatten wir mal einen großen Knick und auch wenn wir über unsere Landesgrenzen hinaus gucken, also über Rheinland-Pfalz hinaus, wissen wir schon sehr wohl, dass die Lehrlingszahlen in Deutschland am Zurückgehen sind. Deshalb sind wir mit den minus 1,5% sehr zufrieden. Davon sind 222 Jugendliche, die aus dem Ausland kommen oder Migrationshintergrund haben. Ist auch eine tolle Zahl, erst recht, wenn man bedenkt, dass es insgesamt von den neu Auszubildenden 7% ausmacht, macht also schon ein kleines bisschen was aus in der Kammer. Und trotzdem muss man sagen, ist ein Teil unserer Auszubildenden. Und für die Migranten ist es sicher eine tolle Situation, in Deutschland zu sein und auch hier ein Stück Heimat durch das Handwerk zu bekommen und auch eine wirkliche Integration in unserem Land. Auch ein Kompliment da an die auszubildenden Betriebe, die sich da die Arbeit und die Mühe machen. Und im Großen und Ganzen sind wir mit den Zahlen, so wie sie jetzt vorliegen, einverstanden. Wir dürfen allerdings bitte nicht vergessen, dass wir nach wie vor, trotz aller Integrationsleistungen für die jungen Menschen, die zu uns kommen, unsere jungen Menschen nicht vergessen haben. Sowohl auf der einen Seite die etwas schwierigeren Auszubildenden, um die sich das Handwerk schon seit vielen, vielen Jahren kümmert, aber auf der anderen Seite genauso eine große Anzahl mittlerweile auch an Jugendlichen, die mit Abitur zu uns kommen und da auch tolle Karrierechancen bei uns im Handwerk haben. Für Tischler Johannes hat die Ausbildung gerade begonnen. Carlos Prades Fuster konnte sie vor wenigen Tagen erfolgreich beenden. Der gebürtige Spanier ist 2013 nach Koblenz gekommen und wurde im Betrieb von José Carrillo in Neuwied ausgebildet. Auch Ausbilder Carrillo kam einst aus Spanien nach Deutschland und wurde im Handwerk heimisch. Ich bin seit 8 Jahren ungefähr mit meiner Familie, mit meinen Eltern nach Deutschland gekommen. Ich habe auch da direkt in die deutsche Schule bin ich direkt gekommen. Das war wieder ein Schock für 3 Jahre, bis wir wieder Deutsch konnten. Habe dann auch den Hauptabschluss gemacht und dann als Kfz-Mechaniker angefangen die Lehre. Habe doch bestanden. Bin auch dann jahrelang bei einer Firma gewesen, auch immer drin. Und habe dann mit der Zeit auch den Meister gemacht. Und habe dann irgendwann mal entschieden, mal selbstständig zu machen. Was den beiden Spaniern im Neuwieder Kfz-Unternehmen wichtig war, gesprochen wird ausschließlich Deutsch. Denn gerade wenn es um die Fachbegriffe geht, spielt die Sprache eine wichtige Rolle. Wie sollen sonst Aufgaben in der Berufsschule verstanden und gelöst werden? Wie soll der Dialog mit Kunden zu Reparatur- und Ersatzteilbeschaffung funktionieren? Es ist unglaublich wichtig. Ja, am Anfang war für mich sehr schwer, das mit den Leuten auf Deutsch unterhalten. Aber ja, mittlerweile kommt das langsam. In der Firma versuchst du immer auf Deutsch zu reden, mit den Kollegen, aber ich auch am Fußball spielen, Basketball spielen. Und zum Glück habe ich auch hier eine Freundin gefunden, mit der ich auf Deutsch natürlich. Am Anfang ist es schwer, aber die Leute helfen sehr, weil die wiederholen alles, was du brauchst, 1000 Mal, das ist egal. Und ja, mittlerweile hat das alles funktioniert. Und jetzt ich bin jetzt fertig, habe ich alles bestanden und ich bin sehr stolz auf mich. So war es nicht nur eine fachliche, sondern auch sprachliche Mammutaufgabe, die der junge Mann aus Valencia zu lösen hatte. Im Rahmen des MobiPro EU-Projektes startete die Handwerkskammer Koblenz in Kooperation mit dem Berufsbildungszentrum Chabec aus Valencia die Ausbildungsinitiative. Die Handwerkskammer hat mich angefragt, weil anscheinend wussten die, dass ich da von Spanien komme. Und das war für mich ganz klar, dass ich da die Sache unterstütze und habe mich auch dabei bereit erklärt, da jemanden aufzunehmen und versucht, den da ins Leben reinzurufen, hier in Deutschland reinzukommen. Und das war eigentlich der Beweggrund, hier so einen jungen Mann hier aufzunehmen. War am Anfang nicht so einfach, mit der Sprache auch, aber dadurch, dass ich ja ein bisschen helfen konnte, ging das ja noch, auch mit der Schule. Ich muss dabei sein mit meinem Sohn, der jetzt auch Kfz-Meister. Der hat ihn auch ein bisschen unterstützt, schulisch, und hat ein bisschen Nachhilfe gegeben. Dann hat er ja auch so funktioniert. Und ich bin auch froh, dass ich dann denen helfen konnte, auch mal eine Prüfung zu bestehen. Ja. Und den Beruf auch weiter ausüben kann. Von Anfang an mit im Boot waren auch die Arbeitsagentur Koblenz-Main und die berufsbildende Schule Technik Karl Benz. 15 Jugendliche aus Valencia begannen im August 2013 ihre Ausbildung im Handwerk, allesamt im gewerblich-technischen Bereich.
Im Januar 2017 absolvierten nun 7 die Gesellenprüfung. Carlos ist einer von ihnen und hat bereits seinen Arbeitsvertrag mit dem ehemaligen Ausbildungsbetrieb in der Tasche. Ich habe jetzt eine gute Zahl von meiner Firma bekommen, dass ich hier bleiben kann. Das war mich natürlich super. Dann ich bleibe hier, ich lerne noch viel. Ich muss Deutsch lernen und auch von dem Beruf noch lernen. Und wenn das alles klappt, ich möchte auch den Meister machen. Aber ich muss mich bereit fühlen mit der Sprache und so, weil das kann noch ein bisschen lange dauern. Heimat Handwerk. Für alle am Projekt Beteiligten ist der Ausbildungsabschluss ein großer Erfolg. Mehr Informationen zur Lehre im Handwerk gibt die Handwerkskammer Koblenz unter hwk-koblenz.de. Hier gibt es auch Online-Übersichten zu freien Ausbildungs- sowie Praktikumsplätzen.